Hey, wie kommst du denn dahin? Du warst doch gestern noch nicht da. Lass dich mal anschauen. Riecht gut. Gibt's noch mehr davon? Nee. Du bist der Erste. Sozusagen ein Vorbote. Ja, der Herbst kommt. Und die Pilzzeit. Und wo gibt's am meisten Pilze? Ja, hier. Und ich bin gut vorbereitet. Wenn man in die Pilze will, da braucht man erstmal einen Korb, damit sie nicht zerdrückt werden. Ein Messer zum Abschneiden. Und ein Pilzbuch. Hier. Ein Pilzbestimmungsbuch. Ja? Sind sie alle drin? Tja. Pilze? Wo seid ihr? Kein Pilz weit und breit. Aber all das Zeug da. Einige Leute scheinen den Wald mit einer Müllkippe zu verwechseln. Eieiei. Na, Herr Lustig? Wird Zeit, dass hier jemand mal Ordnung schafft. Der Herr Nachbar. Was machen Sie denn hier? Ja, das gleiche wie Sie, Herr Lustig. Was? Müll sammeln? Aber nein. Pilze. Pilze? Ja. Ach, wissen Sie denn womöglich, wo hier welche wachsen? Na, sehen Sie doch mal nach. Die haben Sie alle selbst gefunden, hier im Wald? Tja, die habe ich alle selbst gesammelt. Und die kennen Sie auch alle, so mit Namen? Unsinn. Zu Hause sehe ich mir die in Ruhe an und wer giftig ist, fliegt raus. Wer giftig ist, fliegt raus. Ja, wie kommt es denn dann, dass ich nur einen einzigen Pilz gefunden habe und den noch direkt vor der Haustür? Tja, lustig, weil ich vor Ihnen da war. Ich will Ihnen mal was sagen, Herr Lustig. Wenn Sie Pilze finden wollen, dann müssen Sie ganz tief hier ins Dickicht rein, da hinten im Unterholz. Da könnten Sie welche finden. Ja, naja, wenn Sie meinen. Danke, tschüss. Ach, Herr Lustig, ich darf Sie doch heute Abend zum Pilzeessen einladen. Och. Sie kommen also. Schön. Ja, für Pilze ist in Ihrem Korb sowieso kein Platz mehr. Angeber. Streif ich durch den Wald, sehe ich eine Gestalt. Ein kleiner Knilch, so bleich wie Milch, guckt aus dem Wurzelspalt. Kriech ich durch das Dickicht? Himmel, wer erschrickt mich? Ein gelber Schrat mit Ziegenbart und giftigem Gesicht. Seltsame Wichte bei Nacht und im Lichte. Sie schießen und sprießen auf schattigen Wiesen. Stehen mal hier, stehen mal dort und bleiben doch immer am selben Ort.
und bleiben doch immer am selben Ort. Komm ich an die Stelle bei der Murmelquelle, im Gras hockt Meister Knollennas und hat am Kopf eine Delle. Leg ich mich aufs Moos, meckert es gleich los. Auf einem Bein und winzig klein, ein echter gerne groß. Seltsame Wichte bei Nacht und im Licht. Sie schießen und sprießen auf schattigen Wiesen. Stehen mal hier und stehen mal dort und bleiben doch immer am selben Ort und bleiben doch immer am selben Ort. Trau ich meinen Augen kaum. Ein schwarzer Knopf, ein Tintenschopf haust im dunklen Zwischenraum. Hüpf ich über den Wiesenhang, höre ich einen feinen Klang. Erst nur ein Wispern, ein heimliches Flüstern. Und dann ganz leise fängt es an. Du bist ja ein besonders hübscher. Wie heißt du denn? Roter Hut, weiße Punkte drauf. Fliegenpilz! Ich heiße Fliegenpilz! Wie denn sonst? Sie waren das. Ich dachte schon, der Pilz könnte sprechen. Sie sind ja ein Fachmann. Fachmann? Ja, für Pilze. Ist das ein guter Pilz? Natürlich ist der Pilz gut. Nur essen können Sie ihn nicht, wenn Sie das meinen, weil er giftig ist. Wie denn? Wenn dieser Pilz giftig ist, dann kann er doch nicht gut sein. Für den Wald ist er gut. Der Wald braucht die Pilze und die Pilze brauchen den Wald. Dieser Fliegenpilz hier steht ja nicht zufällig unter der Birke. Die beiden leben eng zusammen. Eng zusammen? Na, die stehen doch ziemlich weit auseinander. Ja, das sieht nur so aus, weil Sie natürlich nicht wissen können, dass der Pilz, der da aus dem Boden guckt, nicht die Pilzpflanze ist. Nicht die Pflanze? Sondern die Pilzfrucht. Ah. Moment. Bitteschön. Oh, danke. Was ich sagen will, er ist die Frucht und wächst an einem Baum. An einem Apfelbaum? Richtig. Und genau so verhält es sich mit unserem Fliegenpilz. Der Fliegenpilz ist eine Frucht, die an einem Pilzbaum wächst? Nein, nicht an einem Baum. Die Pilzpflanze lebt unter der Erde. Genau hier unter dem Boden, auf dem wir stehen, da lebt die Pilzpflanze. Sie bildet ein riesiges Wurzelgeflecht. Dünn wie Fäden. Das nennt man das Myzel. Ich könnte Ihnen das mal aufzeichnen, wenn Sie ein Stück Papier hätten. Ja, hier. Machen Sie doch einfach hier rein, da ist noch frei. Ja. Also, das hier ist die Birke. Und das die grüne Wiese. Und hier sind zwei kleine Fliegenpilze. Und so sieht es im Waldboden aus. Das sind die Wurzeln der Birke. Sie bilden ein dichtes Geflecht. Und da sind die Wurzeln des Fliegenpilzes. Sie werden Myzel genannt. Sie sehen aus wie ein Spinnennetz und legen sich um die Wurzelenden der Birke. Und jetzt will ich Ihnen erklären, warum der Fliegenpilz das macht. Wenn nämlich die Sonne scheint, entstehen oben in den Blättern die Nährstoffe. Diese wandern durch die Äste in den Stamm und vom Stamm ins Wurzelgeflecht, wo sie dann teilweise vom Pilzmyzel aufgenommen werden.
Die Pilze werden also von der Birke miternährt und werden groß und dick. Aber Pilze sind auch nützlich. Bei schönem Wetter sind sie ein Landeplatz für Fliegen. Und bei Regen, tja, Fliegen mögen keinen Regen. Dafür aber der Pilz. Denn wenn das Wasser in den Boden eindringt, wird ein Teil davon von dem Myzel aufgesogen. Und was der Pilz nicht selber braucht, gibt er weiter an die Birkenwurzel. Über den Stamm gelangt das Wasser in die Äste und von dort in die Blätter des Baumes. So leben Pilz und Baum in Freundschaft miteinander. Und einer hilft dem anderen. Tja. Ah, sehen Sie mal, ein umgestürzter Baum. Da müsste man doch an den Wurzeln dieses Dings da sehen können, dieses Myzel. Ne? Da können Sie leider nichts mehr sehen. Der Baum ist schon lange tot und mit ihm ist der Pilz abgestorben. Ach so. Ah ja, natürlich. Ohne Baum kein Pilz. Und ohne Pilze keine Bäume. Aber warum sehe ich dann so viele Bäume und so wenig Pilze? Das ist eine traurige Geschichte. Viele Pilze sind tatsächlich kurz davor auszusterben. Und das ist ein schlimmes Zeichen dafür, dass der Wald krank ist und auch bald stirbt. Sehen Sie zum Beispiel die Fichten da drüben? Fichten ist gut. Ich sehe nur tote Äste. Viele Tannen und Fichten sehen obenrum so aus. Und so fängt es an. Die Nadeln werden braun und fallen aus. Der Baum wird krank und stirbt. Aber nicht aus Altersschwäche, sondern weil wir Menschen die Natur nicht richtig behandelt haben. Da oben geht's auch schon los. Also wenn der Wald die Pilze so dringend braucht, dann sollten wir sie ihm gar nicht wegessen. Man sollte eigentlich überhaupt nicht mehr sammeln, ne? Nun ja, man darf eben nicht einfach alles ratzekahl ausreißen, was irgendwie nach einem Pilz aussieht, ja? Nur um zu Hause die Hälfte davon wieder wegzuwerfen. Ja. Wissen Sie, manche Sammler haben nicht einmal ein Messer mit. Die reißen die Wurzel mit Strunk und Stiel heraus. Hätte ich nicht gemacht. Ich hätte sie ganz sauber abgeschnitten, die Wurzel. Wie hieß das? Myzel? Das Myzel. Das Myzel, damit es nicht kaputt geht, ja. Aber Sie sehen ja, viel Glück habe ich nicht gehabt. Naja, nur Mut. Sie müssen eben einfach tüchtig weitersuchen. Übrigens, ja. Wenn Sie das Zeug da loswerden wollen, gehen Sie gerade die Schneise runter bis zum Weg. Da ist ein Abfallbehälter. Ja, gut. Schönen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Und viel Erfolg. Danke. Peter? Ah, du bist es. Steckst inzwischen deinen Müll in den Wald? Ich war in den Pilzen. Aha. Ja, du hattest ja mehr Glück. Ja, man muss eben wissen, wo sie stehen. Ja. Wenn du willst, zeige ich dir morgen ein paar Stellen. Ja, aber jetzt gut. Muss ich weiter. Ach, die habe ich zwischen den Pilzen gefunden. Mhm. Tschüss. Tschüss. Das ist ja ein Ding. Da hat einer Pilze in den Wald getragen. In der Dose. Wisst ihr überhaupt, wie die Pilze in die Dose kommen? Ich könnte es euch zeigen. Wollt ihr es mal sehen? Ne? Ich zeig's euch trotzdem. Es fängt an mit einem Misthaufen. Ja, ehrlich, Pferdemist. Den mag der Champignon am liebsten. Aber nicht so. Der Mist wird erstmal umgegraben und mit Wasser besprüht und gelüftet. Und dann stinkt er nicht mehr. Sieht fast aus wie Erde, nicht? Hier sollen mal Pilze drauf wachsen. Aber bevor etwas wächst, muss man ja säen, ja. Da wird tatsächlich gesät. Champignons nämlich. Naja, eigentlich sind es Getreidekörner, an denen dieses Myzel klebt. Ihr wisst ja, die Pilzpflanze. Und die macht sich jetzt in den Kisten in aller Ruhe breit. Gucken wir doch mal zu. In Wirklichkeit dauert das hier mehrere Tage. Wir zeigen es nur schneller. Ja, begossen wird auch. Pilze lieben Regen.
und Ruhe. Und dann, eines Tages, ist es soweit. Die Früchte kommen aus dem Boden. Die Champignons. Schon sehr hübsch, ne? Aber es wird noch voller. Was für ein Gedränge. Zeit für die Ernte. Hier wird auch gleich sortiert. Viele Pilze kommen gleich frisch auf den Markt. Die anderen landen hier, denn die kommen in die Dose. Frisch gewaschen natürlich. Das passiert hier. Jetzt werden sie noch zerschnipselt, nochmal gewaschen und dann ab in die Dose. Nanu, klaut sich da einer was? Ja, nee, war wohl zu viel drin. Tja, der Rest ist klar. So kommen sie in den Laden und in die Pfanne. Meine Pilze sind jedenfalls alle selbst gesammelt. Nicht aus der Dose. Das ist ja so wenig. Ich meine, Sie hatten doch so einen großen Korb voll. Ja, Sie wissen ja, Pilze ziehen Wasser. Und außerdem musste ich eine ganze Menge wegwerfen. Die hatten nämlich im Pilzsammelbuch ein rotes Kreuz. Heißt das nicht, die sind giftig? Ein Giftpilz? Mhm. Sind Sie sicher, dass die hier... Absolut sicher. Die können Sie beruhigt essen, die sind in Ordnung. Habe ich alle nachgeschlagen. Ich kannte da mal einen Lehrer, der hieß Schlotterbeck. Und der war einen Tag in den Pilzen und anschließend 5 Tage nicht in der Schule. Ganz grün ist er gewesen. Grün und weißlich. Die Kinder haben sich vielleicht gefreut. Nun, wissen Sie, es kommt eben auch auf die richtige Zubereitung an. Ne? Es gibt Pilze, die sind sehr giftig, wenn man sie roh isst. Das sind fast alle Pilze. Aber wenn man die lange genug dünstet, dann sind die überhaupt nicht mehr giftig. Wissen Sie, was die Mexikaner machen? Die essen fast alle Pilze roh. Rohe Giftpilze. Ne? So in Scheiben, Stück für Stück. So lange, bis sie Gespenster sehen. Mystische Gestalten, Feuerteufel, Hexen und Kröten. Ja, Apokalypse eben. Herr Lustig. Herr Lustig. Sie sehen ja so merkwürdig aus. Ist Ihnen nicht gut? Mir? Doch. Das heißt, nein, eigentlich, das ist so sonderbar. Sie sahen eben aus wie... Können Pilze sprechen? Ach, wie kommen Sie denn darauf? Ich kann... Ich kann es am besten. Ich kann es besser. Wir können es sehr gut. Ich kann es ganz toll. So geht es nun schon den ganzen Herbst. Jeder will der Beste, der Größte oder der Schönste sein. Stöhnt der Butterpilz. Das kann. Oder der Fetteste. Höhnt die Stinkmorchel. Das kann. Fährt unbeirrt der Butterpilz fort. Ganz schön auf die Nerven gehen. Ich. Sagt der Kaiserling.
bin wohl, wie mein Name schon sagt, der Nobelste unter den Pilzen. Kaiser und Könige waren meine Vorfahren. Wer kennt nicht Pilz Eisenherz? Der hält so vieler Abenteuer. Oder Kaiser Wilhelm, ja, die Welt und sogar der König der Tiere lag ihm zu Füßen. Kaiser und Könige sind abgeschafft, sagt die Stinkmorchel. Was wäre dann noch schöner, zu diesem Fuzzi Majestät zu sagen? Stinkmorchel, sagt der Kaiserling. Du stinkst. Genau, bestätigt der Schönfuß Röhrling. Und ganz besonders bei Westwind und das mir, ich, der sich in den feinsten Kreisen bewegte. Und wie ich mich bewegte, ich tanzte von Erfolg zu Erfolg. Ich, der Star des Pilzballettes, der dritte von links, der Pilz mit dem schönsten Fuß, breit und weit. Schön Fuß, jubelte man mir zu. Ja, ich hatte Feuer im Hut. Ich höre immer Schönfuß, bemerkt der Butterpilz. Bist du nicht landauf, landab als reihiger Klumpfuß bekannt? Pah, haucht da der Schönfuß und dann bleibt ihm die Luft weg. Hä, hä, quäken die Herbsttrompeten. Da, wo wir waren, da spielte die Musik im größten pilzharmonischen Orchester der Welt. Wir mittendrin, nicht die ersten, nicht die zweiten, nein, die dritten Trompeten. Kolossal, wenn wir bliesen, da blieb kein Auge trocken, da flogen die Herzen uns zu. Applaus, Applaus! Angeber, zischt die Stinkmorchel. Wir haben das Blasen wahrhaftig nicht verlernt. Und ich, haucht das Rothäubchen. Und ich bin... Jetzt fang du auch noch an, braust die Stinkmorchel auf. Angeber, alles Angeber. Hallo Rothäubchen, sagt Rotkäppchen. Hallo Rotkäppchen, sagt Rothäubchen. Ich wollte nur sagen, dass ich um drei Ecken mit Rotkäppchen verwandt bin. Oh, staunen da die anderen Pilze. Rotkäppchen, Rothäubchen, ich, sagt der Fliegenpilz. Ich habe wohl den rotesten und damit auch den schönsten Hut. Mit kleinen weißen Haufen drauf, bemerkt der Kaiserling. Mückenschiss, stellt die Stinkmorchel fest. Das kommt daher, dass ihm immer dicke Fliegen auf den Hut machen. Nein, stöhnt der Fliegenpilz. Ich heiße Fliegenpilz, weil ich aus einer Familie von Fliegern komme. Mein Uropi hat den Heißluftballon erfunden. Mein Opi den Zeppelin. Ja, und mein Papi, den nannte man den Roten Baron. Und der hat den Fallschirm erfunden. Ja, und mein Onkel, der war der erste Pilz auf dem Mond. Das ist doch glatt gelogen, prustet der Butterpilz. Tanzende Pilze, das war schon dickes Ei, stöhnt die Stinkmorchel. Aber das ist der Gipfel, fliegende Pilze. Ich werde es euch beweisen, ruft etwas verzweifelt der Fliegenpilz. Mach nicht so viel Wind, meckern die anderen Pilze. Oh, und ah, staunt man dann im Chor. Tu's nicht. Du wirst dir den Fuß brechen. Er fliegt. Er fliegt und sogar ein Looping, ruft man begeistert. Aber dann... Nein! Na, na, Hilfe! Ja, zurück! Nein, na, Hilfe! Ah, nein! Na. Raus aus den Federn! Die Pilze warten auf uns! Pilze! Was ist denn los? Bloß keine Pilze! Oh, ist mir schlecht. Und dann noch dieser Traum von diesem Fliegenpilz. Oh. Sag mal, ist dir nicht gut? Ja, nie wieder im Leben will ich Pilze sehen. Ja, hast du vielleicht was Falsches gegessen? Was Falsches gegessen? Ja, Pilze habe ich gegessen beim Nachbarn drüben. Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Verstehen beide nichts von Pilzen und schlagen sich den Bauch damit voll? Ja. Ihr könnt froh sein, dass nicht mehr passiert ist. Komm jetzt.
Die frische Waldluft wird dir gut tun. Ja, meinst du? Hey! Sind das nicht hier Champignons? Ja, Wiesenchampignons. Aha, also der gleiche wie aus der Dose. Und hier wächst er einfach so umsonst. Nur schmutziger ist er. Und dafür schmeckt er umso besser. Ja, na, dann wollen wir mal ernten. Ja, schön. Und ich habe auch schon was gelernt. Weißer Hut, weißer Stiel, ein Champignon. Halt! Peter, weißt du denn nicht, was du da vor dir hast? Na, Champignon, oder? Das ist der weiße Knollenblätterpilz. Das ist der giftigste von allen Pilzen. Ein kleines Stückchen in der Suppe und du bist tot. Ah, ja, ja. Das ist ja das Gefährliche an diesem Pilz. Er wird oft verwechselt mit dem Champignon. Aber hier, daran kannst du ihn unverwechselbar erkennen. An dieser Knolle. Die hat nämlich der Champignon nicht. Ah, deshalb Knollenblätterpilz. Ja. Und schau, der Champignon zum Beispiel, der hat braune Lamellen. Und dieser hier, der Knollenblätterpilz, hat weiße. Da haben wir ja noch mal Glück gehabt. Du hast Glück gehabt, so eine Kräuterhexe wie mich dabei zu haben. Ein brauner Hut, ein dicker, derber Stiel, du musst ein Steinpilz sein. Und sehr schmackhaft. Peter, wo bleibst du? Eigentlich zu schade. Weißt du was? Ich lass dich lieber stehen. Ja. Mit wem redest du da? Pass mal auf, ich deck dich zu. Damit dich kein Pilzsammler findet und damit du dich in Ruhe vermehren kannst. He? Ist was? Mit wem du da redest? Na, mit diesem Knollenblätterpilz natürlich. Ich habe ihm eine Standpauke gehalten. Ich habe ihn gefragt, was er da eigentlich zu suchen hat. Und dass er den ganzen Wald verpestet. Und dass er sich im nächsten Jahr nicht wieder da blicken lassen soll. Jawohl. Ach, Moment mal. Also ich finde, wir waren lange genug im Wald heute. Hm? Zeit zum Abschalten. Ja. Tschüss.